Ja, diese Kirche in diesem Kloster hier ist eine der wenigen Kirchen, die keine Kreuzkuppelkirche ist, sondern Basilikaform hat. Denn auch diese Kirche stammt wohl so aus dem 5. Jahrhundert, zumindest die Grundmauern. Nachher die Wände sind natürlich mehrfach aufgebaut und renoviert worden. Die Fresken innen sind russische Fresken aus dem 18. Jahrhundert.